In diesem Commentary möchten wir über das neue Suppression-System in Battlefield 4 sprechen. In Battlefield 3 war das ja eines der am meist diskutiertesten Themen und in Battlefield 4 gab es da auch tatsächlich einige Änderungen. Wie das im Detail aussieht, zeigen wir nun anhand einiger Beispiele, wo wir uns mit den normalen Handfeuerwaffen, aber auch von den verschiedenen Fahrzeugen beschießen lassen. Da wird es einige Überraschungen geben. Was ihr jetzt im Hintergrund schon gesehen habt, ist, dass die 44er Magnum nicht allzu viel Suppression auslöst, aber was man ganz grundsätzlich sehen kann, ist, welche Auswirkungen die Suppression in Battlefield 4 hat. Im Gegensatz zu Battlefield 3 verschwimmt der Bildschirm nun nicht mehr, wenn man suppressed ist, und es gibt auch keine willkürliche Streuung der Kugeln mehr. Das heißt, dort, wo man hinzielt, sollte zumindest theoretisch auch tatsächlich die Kugel landen. Der Suppression-Effekt in Battlefield 4 zeigt sich nun dadurch, dass der Soldat, sobald er suppressed ist, die Waffe nicht mehr ruhig hält, sondern sie leicht anfängt, nach links, rechts bzw. oben, unten zu schwenken. Das sieht in etwa aus wie das Unendlichkeitszeichen bzw. eine auf die Seite gelegte 8. Je stärker die von der Waffe ausgehende Suppression ist, desto weiter fällt dieses Schwenken der Waffe aus. Das zeigen wir hier im Hintergrund. Hier habt ihr gesehen eine reguläre Pistole, die S23 und die U100, also die ganz regulären Waffen, auf die man in der Regel so trifft. Etwas anders sieht es zum Beispiel beim Bolt Action Sniper Rifle aus. Hier bleibt dieses seitliche Schwenken aus, aber der Soldat zuckt quasi einmal zusammen und verreißt das Visier. Besonders drastisch ist das bei den DMRs. Hier hat man ein quasi pausenloses Zucken, das einem das saubere Zielen enorm erschwert. Besonders interessant wird es nun, wenn man sich Suppression anguckt, die von Fahrzeugen ausgeht. Hier sehen wir zuerst das leichte bzw. das schwere Koaxial-MG der Tanks. Hier zuckt das Fadenkreuz des Soldaten regelrecht weg. Das sieht ziemlich merkwürdig aus. Besonders drastisch ist das bei Jeeps. Interessanterweise springt hier das Fadenkreuz noch stärker als bei den MGs der Tanks. Das sollte man einfach wissen, was man hier erwarten kann, für den Fall, dass man ein solches Fahrzeug zu bekämpfen hat, denn rechnen würde man mit derartigem Verhalten ja in der Regel nicht. Bei den Beispielen, die wir bisher gezeigt haben, haben wir ja nur ein normales Red Dot Visier drauf gehabt, was also keine Vergrößerung hat. Kritischer sieht es natürlich aus, wenn man jetzt eine Waffe verwendet, die bereits ein entweder vergrößerndes Visier drauf hat oder so wie hier die S-Raw leicht vergrößert, dann potenziert sich das Ganze und das Ausgleichen wird umso schwieriger. Wüsste man nun beispielsweise nicht, dass man durch die Suppression von Jeeps oder Tanks besonders starkes Zucken zu erwarten hat, dann können hier, wie diese Beispiele zeigen, schon mal ein paar merkwürdige Dinge passieren und die S-Raw nicht treffen. Wir bedanken uns wie immer vielmals fürs Einschalten. Hier verlinken wir noch zu unserem letzten Commentary, in dem wir über das Balancing von MBT Law, Stealth Shell und Active Radar Missiles sprechen, sowie zu unserem Freund The Raider, der ein Video über den momentanen Status von Battlefield 4 gemacht hat.